Hi Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Das letzte Mal, als ich genau hier an diesem Punkt stand, war im Juni oder Juli letzten Jahres, als ich euch mitgeteilt habe, dass ich Vollzeit-YouTuber werde. Und auch jetzt habe ich mich wieder ganz bewusst dafür entschieden, mich an diesen Punkt hier zu stellen, weil ich wieder über etwas sehr Persönliches mit euch reden möchte, bei dem sich, glaube ich, viele mit identifizieren können, wenn ich das einfach mal so nennen darf. Es geht darum, was mit mir bzw. mit meinem Ehrgeiz, mit meinen persönlichen Überzeugungen passiert ist, seit ich selbstständig geworden bin, weil das auch ein Thema ist, zu dem ihr mich schon sehr, sehr häufig angesprochen habt. Damit ihr aber das Ganze nachvollziehen könnt, muss ich jetzt ganz kurz ausholen, aber ich werd nicht zu lange brauchen, keine Sorge. Ganz kurz, ich sag mal einen Sprung, 6, 7, 8 Jahre in die Vergangenheit, als ich in der Schule war. Das habe ich schon häufig gesagt, da war ich einfach immer so ein bisschen so ein Mitläufer. So, ich war zwar da und es war auch alles cool, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Schulzeit, aber es war nie so, dass ich da irgendwas groß Besonderes gerissen hätte oder so ähnliches. Und dann wuchs in mir immer mehr der Wunsch, irgendwas Besonderes zu tun. Ich habe schon früh zu einem Kumpel gesagt, ich möchte irgendwas tun, womit ich mich jeden Tag beschäftigen kann, so, wo ich voll drin aufgehe. Na, gesagt, getan, kam ich irgendwann auf YouTube und habe dann sogar vor knapp 5 Jahren hier auf diesem Kanal damit angefangen. Und auch wenn ich das damals noch nicht so ganz wahrhaben wollte, jetzt zurückblickend muss ich sagen, dass eigentlich schon immer in mir dieser Wunsch steckte, Vollzeit-YouTuber zu sein. Das war immer mein innerer Antrieb. So, das hat mich immer dazu angetrieben, teilweise zu den unmenschlichsten Uhrzeiten aufzustehen, einfach nur, dass ich noch Videos machen kann. Das hat mich dazu angetrieben, tatsächlich mit dem Alkoholtrinken aufzuhören, weil häufig geht man am Wochenende feiern und der Samstag oder Sonntag ist da meistens am Arsch, wenn man Alkohol getrunken hat, weil der Körper sich wieder regenerieren muss. Das habe ich dann irgendwann gestrichen, weil ich mir gesagt habe, ich brauche das Wochenende zum Video produzieren. Der YouTube hat mich dazu gebracht, mich mit einem sehr krassen Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, ich muss charakterlich wachsen, um dieser Aufgabe Selbstständigkeit ja, gewachsen zu sein. Und ich könnte jetzt noch so viel mehr Dinge aufzählen, zu denen mich YouTube gebracht hat, beziehungsweise zu dem ich dieser innere Antrieb, dieses innere Triebwerk, irgendwann mal hiervon zu leben, wozu mich das getrieben hat. Nach 4,5 Jahren harter Arbeit war es dann soweit. Letztes Jahr, ich konnte mich selbstständig mit all dem hier machen. Und ich muss auch zugeben, dafür bin ich unglaublich dankbar, dass das bisher auch alles einwandfrei funktioniert. Das Ding ist jetzt aber, ich habe gemerkt, seit ich selbstständig geworden bin, dass sich irgendwas geändert hat. Und ich habe das am Anfang einfach darauf geschoben, ja, ich bin jetzt selbstständig, ich bin in einem anderen Alltagsrhythmus drin, so, das wird sich schon alles einpendeln. Gerade im Oktober und November war ich relativ unproduktiv. Ich habe meine Zeit nicht sehr gut genutzt. Im Dezember, Januar hatte ich das dann eigentlich schon relativ gut eingepegelt. Ich mache eigentlich jeden Tag die Videos, die ich tue. Aber trotzdem habt ihr gemerkt, dass es immer wieder mal vorkommt, dass Videos einfach viel zu spät teilweise kommen. Das liegt daran, weil ich aktuell die Videos meistens an dem Tag aufnehme, an dem ich sie hochlade. Und das war mir schon immer irgendwie klar, dass es eigentlich nicht so klug ist, weil es würde auch viel mehr Sinn machen, einfach quasi immer einen Tag im Voraus zu produzieren, weil dann kann man die Videos schon für den nächsten Tag hochladen und hat nie wieder Terminverzug. Trotzdem habe ich das irgendwie nicht getan. Und dann dachte ich, okay, das liegt wahrscheinlich am Zeitmanagement. Dann habe ich angefangen, mir eine sehr, sehr gute Morgenroutine anzueignen. Ich habe angefangen, mir Zeitpläne zu erstellen, wie ich die Dinge mache. Das hat dann auch wieder ein paar Tage funktioniert, aber auch das, ja, verliert man dann relativ schnell wieder aus den Augen. Und ich habe so viel in den letzten 2 Wochen nachgedacht, was ist der Grund? Und ich glaube, ich habe jetzt den Grund herausgefunden. Mir ist mein innerer Antrieb verloren gegangen. Mir ist, ja, ich bin ziellos aktuell. 5 oder wenn nicht sogar noch mehr Jahre war es jeden Tag in meinem Leben mein Antrieb, Vollzeit-YouTuber zu werden. Beziehungsweise selbstständig zu werden in Form von kreativen Videos. Und ich habe jetzt letztes Jahr diesen Punkt erreicht und jetzt fehlt mir ein nächsthöheres Ziel, ein, wenn man es krass sagen will, ein Lebenssinn, ein Grund, wofür ich mir jeden Tag den Arsch aufreiße, beziehungsweise ein Grund, warum ich das alles tue, was dem Ganzen einen Sinn gibt. Und das ist mir jetzt erst klar geworden. So, ich mache aktuell meine Videos, ich mache aktuell meinen Sport und so weiter, aber ich mache es halt einfach. So, wisst ihr, was ich meine? Ich mache das nicht, weil ich irgendeinen höheren Grund habe, weil ich irgendein höheres Ziel habe, was ich erreichen will, sondern ich mache es halt, weil ich mir halt sage, ich soll das tun. Aber das ist nicht richtig. Und daran habe ich einfach auch gemerkt, das ist der Grund,
warum es mir aktuell so geht, wie es mir geht. Mir geht es auf keinen Fall schlecht. Ich bin nicht irgendwie Depri oder schlecht drauf. Ich bin eigentlich ein aktuell sehr glücklicher Mensch. Aber es ist etwas anders. Und das ist diese Tatsache, dass ich kein Ziel vor Augen habe. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt, wo ich ganz, ganz viele von euch abgeholt habe. Weil früher, als ich immer Dreamer-Videos gemacht habe, habe ich sie immer aus der Perspektive gemacht, dass ich bereits ein Ziel habe, auf was ich hinarbeite, für was ich mir den Arsch aufreiße, weshalb ich mich immer versuche zu verbessern und das Beste aus meinem Leben zu machen. All das habe ich mit dem Ziel getan, Vollzeit-YouTuber zu werden. Und sehr, sehr häufig habe ich von euch die Frage bekommen, Hübi, ich finde deine Dreamer-Videos echt cool und inspirierend, aber ich weiß nicht, was ich vom Leben will. Kannst du mir da helfen? Und mir fiel es dann immer total schwer, da irgendwas darauf zu antworten, weil ich das Leben noch nicht aus dieser Perspektive kannte, nicht zu wissen, wo es hingeht. Aber ich glaube, genau die Perspektive, die habe ich jetzt quasi. Aus dieser Perspektive sehe ich jetzt die Welt, die Dinge, die ich tue. Und ich glaube, 2020 wird es meine Aufgabe sein, mir selber neue Ziele, neue Perspektiven, neue Sinnhaftigkeit, ne, für mich selber herauszufinden, ne, weshalb ich das Ganze tue. Und ich glaube, das könnte eine unglaublich spannende Reise sein, auf die ich euch mitnehmen kann, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich hier nicht der Einzige bin. Ich liebe, was ich tue und ich liebe mein Leben und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich aktuell meine Lebenssituation so habe, wie ich sie gerade habe. Dass ich einfach mal an einem Nachmittag rausgehen kann, in der freien Natur ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, mein Leid von der Seele reden kann und damit einfach gut überleben kann. Das ist unglaublich schön. Aber ein Leben hat keinen Sinn, wenn man kein Ziel verfolgt. Das kann man wirklich auf alles im Leben beziehen. Das kann man jetzt, wie ich, auf meinen Job beziehen. Aber das ist etwas, was für das ganze Leben gilt. Euer Leben macht keinen Sinn, wenn ihr euch nicht irgendeinem Ziel verschreibt. So, wie gesagt, das kann der Job sein, das kann auch irgendeine ehrenamtliche Tätigkeit sein, das kann ein Lebenspartner sein, für den man sich den Arsch aufreißt, das kann, was weiß ich, auch die Schule sein. So, fragt euch, warum geht ihr in die Schule? So, wofür? Was ist der nächste Step? Was ist das nächste Ziel? Und das gilt jetzt für mich ein bisschen herauszufinden. Und ich denke, auf diese Reise ich werde euch auf diese Reise mitnehmen. Auf die Reise für mich herauszufinden, für mich als Person, Hübi, was will ich vom Leben und wo soll es mit mir jetzt hingehen? So, ich habe diese Riesenhürde Selbstständigkeit mit 22 Jahren jetzt bereits erreicht. Aber ich habe noch, wenn ich gesund bleibe, mindestens 60 Jahre Lebenszeit vor mir. Und da brauche ich irgendwelche neuen Dinge, auf die ich hinarbeiten kann. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, ich bin da nicht der Einzige, weil ich einfach viele Nachrichten von euch bekomme, die mir sagen, hey, irgendwie weiß ich nicht genau, wo es mit mir hingehen soll. Und jetzt fühle ich euch, jetzt weiß ich ganz genau, was ihr meint. Und ich werde jetzt in naher Zukunft viele verschiedene Dinge ausprobieren, beziehungsweise wahrscheinlich mich auch viel informieren, wie man für sich selber herausfindet, wer man ist, wo man hin will. Es geht jetzt wirklich um diese große philosophische Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und ich glaube, das Leben besteht daraus, sich immer wieder einen neuen Sinn zu geben, sich immer wieder neuen Zielen zu verschreiben, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Weil das, was ich aktuell mache, ist ein bisschen in den Tag hineinleben. Das ist vielleicht für den Moment ganz schön, aber das mache ich jetzt, wenn ich den Oktober mit einrechne, jetzt seit gut 4 Monaten. Aber ich merke, das ist nicht ansatzweise das Feuer, was damals in mir brannte, als ich jeden Tag auf dieses Ziel Vollzeit-YouTuber hingearbeitet habe. Aber ich will dieses Feuer wieder in mir haben. Ich will nur 6 Stunden am Tag schlafen, damit ich 18 Stunden produktiv sein kann. Aber selbst wenn ich aktuell früh aufstehe, bin ich am Tag nicht die volle Zeit produktiv, weil ich mir denke, es passt ja schon. Das perfekte Sprichwort dafür wäre aktuell, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber das ist Schwachsinn. So, wenn ich aktuell dieses Pferd bin und aktuell nur so hoch springe, wie ich es tue, dann ist mein Ziel einfach viel zu niedrig. So, ich will ein fast unmögliches Ziel vor Augen haben, dem ich jeden Tag nacheifern kann, um es irgendwann eines Tages zu erreichen. Und das muss ich jetzt finden. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige dabei. Das wollte ich einfach euch erzählen. Gerade auch, weil ich noch letztens erwähnt habe, dass ich aktuell zu Gaming fokussiert bin. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein cooles Ding, womit wir in Zukunft weitere Dreamer-Videos gestalten können. Schreibt mir gerne einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Geht es euch auch so? Wisst ihr aktuell, wo es mit euch im Leben hingehen soll?
Oder treibt ihr gerade auch so ein bisschen ziellos herum und wisst nicht genau, was ihr tun sollt? Dadurch, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, so ein großes Ziel vor Augen zu haben, weiß ich, dass es jetzt die dringendste Aufgabe meines Lebens ist, mir selber so einen neuen Sinn zu geben. Weil ich weiß, was für eine krasse Entwicklung ich in den letzten 4 Jahren hingelegt habe. Und ich will nicht, dass das aufhört. Meine lieben Freunde, das wird unser Ziel für 2020. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Und ja, ich gehe jetzt rein. Mir ist arschkalt.